Hallo und willkommen zurück zu God of War Ascension. Wir sind jetzt hier im Gefängnis der Furien zurück in der Gegenwart, in der bereits eine der drei tot ist, während wir in der Vergangenheit eigentlich gerade dabei sind, nach Delos zu fahren. Aber das ist ein Part, wo wir nachher dann wohl wieder erst hinkommen. Wir müssen jetzt erst einmal den Weg hier freiräumen. Wir sind ja schon dabei, das Gefängnis der Furien praktisch wieder aufzurichten, nachdem es der Hekatonche hier praktisch zerbissen oder zerquetscht hat. Da kommt schon auch hier. So. Tja, und wir sind auf dem Weg, die anderen zwei Furien zu treffen und ja, kaltzustellen praktisch. Wir kennen diese Passage hier eigentlich schon. Wir waren hier schon am Anfang. Ja, genau die Stelle. Diesen Tempel hier, den wir hier sehen, den haben wir vorhin mit dem Ouroboros-Stein repariert, praktisch wieder aufgerichtet. Aufzeichnungen des Schreibers. Orcos ist entkommen. Er hat vor, seine Mütter zu verraten. Er kam vor Tagesanbruch zu mir. Er sagte, vor den Augen des Orakels gibt es kein Entrinnen. Ihr Blick brennt voller Wahrheit. Ah, deswegen hat er sich wohl an Kratos gewandt. Ach, Wenn guck mal. weder die Freuden des Fleisches noch der Ruhm dich zu uns zurückbringen, dann bleibt nur eines. Tisiphone, verpiss dich. Obwohl, irgendwie auch nicht. Ich muss dich ja eh umbringen. Was ist das hier für ein dreckiger Vogel? Ja, damit, was auch immer du da hast. Es macht nichts, dass du meines Sohnes Spielzeug besitzt. Es ist dein Herz, das dich verraten wird. Hoffe ich nicht so ganz, was die da labert, aber auch egal. Kratos wusste, dass er nah war. Nahe der Zeit, in der Illusionen keine Macht mehr über ihn hätten. Nahe dem Sieg über die Furien. Und endlich auch nahe der Freiheit, die er sich so... Ups. ...wo ersehnte. Ah, jetzt. Okay. Je früher wir an Delos vorbei sind, desto besser für uns. Es heißt, er sei verflucht. Könnten wir Delos nur südlich umsegeln? Ihr könnt ruhig mit mir reden, anstatt nur über mich. Uiuiuiui. Riesenstatue. Es heißt, der große Archimedes habe diese Statue für Apollo erbaut. Sieht auf jeden Fall unvollständig aus. Warum halten wir an dieser verfluchten Insel? Erst fort, verlassen wir diese Hölleninsel. Ihr seid ja echt mutig. Eieieiei. Delos Anlegestelle, wir sind da. Das ist der Ort, an dem wir die Augen der Wahrheit finden sollen. Nichts zum Kaputtmachen hier. Na komm schon. Lad dich aus. Na, geht doch. Was ist denn das? Uiuiui. Oh nö. So ein Zickenbock. Na komm doch. Du brauchst wieder Verstärkung, ne? Natürlich kann ich die nicht greifen. Komm her hier. Mann, die sind aber auch zäh.
So, jetzt reicht's aber mal langsam. So, hier reißen wir die Birne runter. Sage ich, glaube ich, auch schon in fast jeder Episode. So, endlich Ruhe hier. Wow. Entfesselt. Okay. Ah, shit. Wow, 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 wow. So, jetzt schleudern wir dich mal ein bisschen durch die Gegend hier. Ja, komm, Zickenbock. Immer schön mitnehmen. Meine Fresse, die sind echt hartnäckig. Dabei sind die Chaosklingen doch schon ordentlich aufgepimpt. So, da sollen wir wahrscheinlich hin. Aber gibt es hier noch was anderes? Wir werden uns erstmal heilen hier. So. Was haben wir hier? Da ist unser Schiff. Wow, aber auch was im Wasser. Wow. Das fliegt auf uns zu, verdammt noch! Müssen die immer alles kaputt machen? Jetzt dürfen wir das wieder aufbauen. Ah, wir lassen es erstmal so, damit wir hier raufkommen. Auch nicht schlecht. So, hoch da. Ups. Und rüber hier. Uah. Jetzt können wir das komplett aufbauen. Sehr schön. Gibt's hier noch was? Nee. Einfach rauf hier. So, ui, ist aber eine schöne Gegend. Jetzt nicht mehr. Wow. Du rettest mal jemanden, Stratos. Ungewöhnlich freundlich. Reicht's aber mal langsam hier. Schlagen wir auch diesen dreckigen Schädel weg, du Mistvieh. Oh, der hat ganz schön lange durchgehalten.
Ja, mit dem Schwert hier. Und jetzt könnt ihr das Drecksschwert wieder haben. Die gehen einen ganz schön auf den Senkel hier. So, jetzt hast du keine Rüstung mehr hier. So. Muss Ruhe in der Truhe. 15.000 rote Orbs, das ist schon mal gar nicht so übel. Gibt's hier hinten irgendwas? Nichts. Auch nicht. Wir heilen uns mal. Ja, und gehen einfach weiter. Ich sehe hier irgendwie nichts Besonderes. Wow! Ach du Scheiße. Du zerquetscht uns nicht. Auf so aus heiterem Himmel kommt so ein hässlicher Tentakel. Nein. Die Blitzvariante von diesen Riesentypen. Oh wow. Die können Schutzschilde errichten. Elektrische Schutzschilde. Aua, aua, aua. Na los, reg dich wieder ab. Na komm. Sehr schön. So, herkommen. Ah, shit. So, damit hätten wir den erledigt. Gut. Die waren auch ganz schön nervig, aber haben gar nicht so viel verloren, wie ich gedacht habe. Was hat denn sich jetzt hier geöffnet? Irgendwie. Egal, einfach weiter. Hier hoch. Und ich schätze mal, wir können hier rechts noch was finden. Genau. Oh, eine Nachricht. Eintrag aus Archimedes Notizbuch. Ich hatte Besuch von drei Schwestern. Sie gaben mir die Mittel, meinen Tribut zu erbauen. Ehre sei den Göttern. Mein Eid gegenüber Apollo wird erfüllt. Toll. So, ein drittes Auge, sehr schön. In der ganzen God of War Serie begegnen wir nicht einmal Apollo. Aber Hauptsache, er hat sein Tribut erfordert. Upsala. Das wollte ich eigentlich nicht. Gibt es hier irgendwas Wertvolles? Wie können wir rauf? Ah, Tatsache. Was haben wir hier noch? Eine Phönixfeder, sehr schön.
16.700 Orbs. Bald haben wir die Chaosklingen fertig. Dann kann das schmückende Beiwerk kommen. Ja, ich würde sagen, heilen tun wir uns trotzdem. Selbst wenn wir nicht viel verloren haben. Ja, hier hoch, alles klar. Hops. Und auf hier. Aha. Oh nein. Ein Moloch schon wieder. Uiuiui. Scheint mies drauf zu sein. Na komm schon. Aua. Hey, nur reiß dich mal zusammen hier. Okay, der rastet gepflegt aus. Ah. Okay. Wir fackeln dich mal an. Uiuiuiui. So, herkommen jetzt hier. Er scheint etwas mehr auszuhalten als seine Artgenossen. Und jetzt ist er fällig. Vorsicht, Kratos. Sehr schön. Wir werden hier mal den Kopf lüften. Ruhe hier. Hui, hat Spaß gemacht. So, können wir hier hoch? Nein. Also müssen wir hier außen rum. Hockt einfach nur eine Krähe rum, in Ordnung. Jetzt hier wahrscheinlich, ja, genau. Einfach entlang. Und ups. Ist das eine Gegend, oder? Wahrscheinlich nach oben, genau. So, jetzt müssen wir hier wieder eine Öffnung machen. Okay. Ein Schild. Sehr schön, den nehmen wir mit. Ja. Gut, scheint hier nicht wirklich viel zu geben. Machen wir einfach weiter. Ah, alles klar. Nach rechts geht's nicht, also nur nach links. Oh nein. Wie Apo schon gesagt hat, die Mischung aus Copperhead und Megara. Copperhead aus Arkham Origins natürlich. Ach, dich gibt's ja auch noch. Die Empusa. Mal sehen. Ja, das kommt gut. Hey, runter von mir. Wir sollten erst mal verabreden, bevor wir uns zu nahe kommen.
Aua. Nein! Nur du blödes Drachenvieh bist dran schuld. Da reißen wir den Schwanz ab. So, und jetzt ist die fällig. Hier kaputt machen. Burn. Oh, kurzen Prozess mit dir. Hey. Blöde Drecksviecher. Gut. Okay. Kann hier anscheinend raus. Aha. Scheint wieder so ein bisschen verrätselt zu sein. Okay. Schieben wir das Ding erstmal hier hinter. Um hier raufzukommen. Wäre die Kette schon mal freigelegt. Okay. Gut. Aha. Jetzt stellen wir dich wieder her, Kette. Gut. Als nächstes schieben wir dich wieder zurück. Obwohl, brauchen wir gar nicht. Wir könnten hier auch so lang alles. Ja, obwohl, lassen wir ihn einfach mal hier stehen. Wir lassen ihn hier stehen. So. Jetzt ziehen wir den Hebel noch weiter nach hinten. Oder schieben von mir aus. Ah, ich verstehe schon. Alles klar. Ich hab verstanden. Wir müssen den schnell reinschieben, wenn wir das Ding hier bis zum Anschlag gezogen haben. Und. Und jetzt. Los rein da. Sehr schön. Denn jetzt kommen wir hier hoch. Ups. Gehen aber vorher mal nach links. Hier sieht mich was vielversprechender aus. Eintrag. Es ist beinahe vollendet. Viele Jahre hat es mich gekostet. Nur noch ein wenig länger. Mein Geist wird Ruhe finden, wenn ich fertig bin. Meine Knochen vertragen die Seeluft nicht. Ja. Bei jedem anders. Ein viertes Auge. Und eine fünfte Phönixfeder. Sehr schön. Ein weiterer Magiebalken. Oh, das waren wohl schon alle Federn, die ich brauche. Vier Magiebalken. Mehr geht nicht. Gut, dann klettern wir mal weiter. Ach, wir können gar nicht weiter, okay. Dann ziehen wir den mal kurz raus. Na komm.
bei der nächsten. Achso, eine andere gab es gar nicht. Okay. Soll ich die Kette wieder lösen? Ich glaube eher nicht. Die werde ich brauchen. Okay. War nicht so einfach. Komisch. Lassen den mal so halbwegs drin hier. Versuchen das Ganze nochmal. Bloß mal in die entgegengesetzte Richtung. Ja, das sieht doch schon vielversprechender aus. Schnell das Ding reinschieben. Jetzt können wir an der rechten Seite hoch. Wo fehlt uns da was? Das Ding steckt fest. Ach so. Jetzt haben wir's. Boah. Gut. Okay, so nicht. Hätten wir die Kette doch nicht lösen dürfen? Wir hätten die Kette doch nicht lösen dürfen. Och Mensch. Ich hoffe mal. Doch, wir müssen alles nochmal. Ach je. Na schön. Alles nochmal. Na, jetzt wissen wir, wie es geht. So, rüber mit dir. Los, auf. So. Werden wir jetzt. Ne, wir müssen erst das Zeug hier rüberschieben. Und die Ketten verbinden. So. Dann schieben wir wieder das Podest dahin zum Blockieren. Wir müssen ja nochmal nach links, um die Utensilien einzusammeln. So. Dann ziehen wir den erstmal nach links. So. Da geht jetzt doch etwas schneller, wenn man weiß, wie es geht. Los, hoch da. Die Notiz kennen wir, die haben wir schon gelesen. Auf. Genau das auch. Nochmal das vierte Auge, nochmal die fünfte Feder. Die letzte Feder sogar. So. ...19.000 Orbs. Geht's nach rechts. Ja.
verliere ganz schön viel Zeit bei dem Rätsel hier, muss ich sagen. Tut mir sehr leid. So, und jetzt werden wir das Ganze nochmal machen. Oder auch nicht. Nee, die Kette muss doch dranbleiben. Jetzt könnte ich das Ding wieder schieben. Ich habe vorhin nicht losgelassen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Okay. Tja, wir können es einfach nur noch mal probieren. Okay. Wir hatten es doch richtig. Dann kloppen wir hier jetzt noch ein Nest weg. Aua. Dann nehmen wir die Keule mit. Ja. Dann klettern wir hier hoch. Immer weiter, immer weiter. Hops, hops. Und hopp. Gut, hier hatten wir noch eine rote Truhe. Oh. Auch nicht schlecht. Wir sind im Fuß der Apollo-Statue. Boah, das Ding ist ja riesig. Nicht schlecht. Gut, da er hier aber gespeichert hat, oder er es jetzt nochmal macht, würde ich sagen, an der Stelle beenden wir wieder die Episode. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Ich sag einfach nur wieder Tata.